Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir wieder bei F1 2016. Das vorletzte Rennen steht an und zwar in Brasilien und mit dabei ist der Tobus. Hallo. Gut. So. Jake, wie schon angekündigt, nicht dabei. Genau. Ja, mit Valvo haben wir es eben probiert, da hat es leider nicht funktioniert. So, also fahren wir jetzt nur 50%. Schauen wir mal, was da kommt. Genau. Hoffentlich kein Regen. Hoffentlich nicht eine schlechte Startplatzierung. Und so kann ich die erste Kurve. Die erste Sektor war jetzt nicht so gut. In den kurvenreichen Mittelsektor. Mal schauen gleich die Quali-Zeit hier an. Sollte Pole Position werden für mich. Ja, fein, ja. Ja, zweiter Sektor war violett. Ah, doch nicht. Aber sehr knapp. Oh, ah, da bin ich sehr zufrieden mit. Top Speed des Mercedes hat doch ein bisschen, ganz knapp ein bisschen Nice. rausgeholt im letzten Sektor. Oh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich so gut dabei bin. Also Hamilton auf der Pole vor Rosberg, Tobus, Joker, Vettel, Raikön, Ricciardo, Verstappen, Bottas und Button holen die Top 10 an. Ab. Den Rest seht ihr hier. Joa. Das Ziel ist natürlich, dass Hamilton nicht gewinnt. Es ist Einfach für Jake. bewölkt die ganze Zeit über. Weißt du gerade den Vorsprung, den Jake auf Hamilton hat? Oh, Ich nee. meine, es seien 29 Punkte oder sowas. Okay. Ja, könnte Also wirklich sein. knapp über 25, glaube ich. Okay, Strategie. Ich Die wiederhole. Mediums sind hier, 36 die man Runden. nehmen muss. Wirklich? Meiner Ansicht nach ja, weil er zeigt mir immer drei Stops an und immer vier Stops. Und bei der Vier-Stop-Strategie ist nicht der harte Reifen mit bei. Bei mir ist bei der 2-Stop kein Medium dabei. Okay. Ja, aber es zeigt sogar an, verpflichtende Reifen Medium. Na gut, fahren wir ohne verpflichtende Reifen. Wieso auch Na, nicht? ich lasse das jetzt. Schauen wir denn mal. Muss ich wahrscheinlich so fahren. Ich werde, glaube ich, nicht auf die harten Reifen gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Mal schauen, ob das so geht. Das wäre extrem stark, wenn das ginge. Ein bisschen weniger Benzin mitnehmen. Für 33 Runden, das sollte gut sein. Boah. Mir aus kann es losgehen. Dann viel Spaß und viel Erfolg. Gleichfalls. Direkt hinter mir startet der. Rosberg einen sehr schlechten Start. Ich kann ihn. Ja. Oh. Oh, war das knapp, war das knapp, war das knapp, war das knapp. Ja, danke, Rosberg, du Vogel. Damit hat auch einen guten Start gehabt. Oh, Rosberg hängt mir fast hier dran, ne? Oh, Raikön an Rosberg vorbei.
Aber jetzt wieder Rosberg an der Raikön vorbei. Ich ein bisschen weg, das ist gut. Vielleicht können wir sogar dich noch vor Hamilton bringen. Oh Gott. Oh, schlecht aus dem Senna ist raus. Aber Rosberg jetzt schon weit weg. Vier Sekunden. Wo ist da Hamilton auf? Wie ich das sehe. Ich glaube im Mittelteil. Eine gute Chancen. Ja, auf den Geraden wahrscheinlich nicht. Nee. Nicht mit dem Honda. Zumindest nicht bei Hamilton, aber Rosberg, wie das aussieht, kann ja auch nicht mir folgen. 3 Sekunden hat der schon Rückstand. Was hast du für ein Setup ausgewählt? 4. Okay. Ich stehe die erste Gefährdung. Deutlich früher ins Nice reinbremsen. Oh Gott, meine Reifen sind schon auf 30%. Ja. Boah, ja, 36. Aber auch klar, 6 oder 7 Runden. Die ja nur. Das stimmt, ich auch in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Na, was los, Hamilton? Was los, was los, was los, was los, was los? Sehr schön. Ist das das erste Mal, dass du dich selbst auf dem zweiten Platz nach vorne gekämpft hast? Ja, ich glaube schon. Aber er kann mich jetzt natürlich auf Start und Ziel hier nochmal überholen. Ja, noch ein bisschen zu spät. Oh Gott, ich bin auch zu spät, wenn er ist. Aber ich bin auch vor ihm. Er hat dich nicht überholt? Nee. Aber er klebt an mir dran. Ja, ja, haltet ihr euch da mal ein bisschen auf. Aber wenn wir haben so vorne weg. Werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Schön Käse. Etwas aufdrehen, wenn du willst. Zwei Sekunden vor Hamilton, also aus dem DRS-Bereich. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Ach, schon wieder Senna S hier falsch eingefahren. Ich krieg die Motten. Bist doch nicht. Ja, das wird ein spannendes Rennen. Weil ich nicht weiß, wie deine Strategie aussieht. Du hast gesagt, du gehst nicht auf die Harten, also machst du Soft, Medium, Medium, Soft? Bislang eigentlich schon.
Ja. Noch immer Musik nach. Ah. Ja, Hamilton ist dran. Ja, und ist wieder vorbei. Aufpassen, ne? Die hinter dir kommen schon. Sie euch da nicht so lange aufhaltet. Fahrt. Auf ein Weg? Ja, okay. Raikön 2 fährst auf den 3 jetzt. Was machen die denn so lange? Oh Gott, 5 Sekunden der Stopp gedauert. Na, das war ja auch toll. Weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Bist du aufgehalten wegen durchfahrenden Autos? Es kann gut sein, ja. Aber ja, trotzdem 5 Sekunden hat der Stopp trotzdem gedauert, ich weiß nicht. Also das Reifenwechsel oder was? Die waren eigentlich schon fertig. Das ist auf jeden Fall merkwürdig gewesen. Mal ein kleines Risiko ein, war noch eine Runde. Traust ja was. Ja, 72% also. Oh, knapp an Magnussen vorbeigekommen. Vettel auf Fahrt vor mir unterwegs. Okay. Perez auf 3. Perez auf 2 jetzt. Mediums. Raikön auch auf Fahrt. Kwiat auf 3, yes! Jo, 79%. Ja, 81. Wow. Doch, wann ist das Schild? 80, oder? Ja. Ach, Vettel, du dumme Sau. Diese eine Runde könnte recht vieles ausgemacht haben, tatsächlich. Also diese zwei Runden. Im Boxenstopps her. Perez auf 1. Komplett kaputt in der Boxenausfahrt. Wann haben sie da eine neue Quote reingemacht in Boxenhaus? What? Und was passiert? Ich weiß nicht. Oh!
Gutierrez steht da noch? Ich habe keine Ahnung, wie das gerade passiert ist. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 ja, Sekunden. Toll. Habe es vorhin schon mal gesagt und ich sage es wieder, ich bin froh, dass ich das jetzt vorbei ist. Oh mein Gott, ey. Ach Gott. Ich hätte das ganz so machen können. Musst du aber Hamilton überholen, ne? Ich würde jetzt so gerne einen neuen Start. Ich möchte mich mal kurz mit euch ein bisschen nerven können. Oh! Oh! Okay. Hm. ein Leck, wie er im Buche steht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Vielen Dank an Codemasters an. Dabei wieder. Da. Baby, gab gerade einen schönen Leck, wo ich an Rosberg, Raikön und Hamilton vorbei war. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,4 Sekunden. Jetzt nicht der 50%. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Vielleicht holt ihr Quiert-Punkte wenigstens. Alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen?
Fakt. Wenn Hamilton wieder reingeht. Ja, der ist jetzt auf seinem zweiten Stand. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,3 Sekunden. Vettel vor Raikön hinter mir. War durch irgendein Leck oder irgendwie passiert? Ich bin in der Box bei der Ausfahrt. Okay, Abstand zum Teamkollegen 16,9 Sekunden. Es war komisch irgendwie. Minimal irgendwie rangeknallt, also Codemasters Logik. Ja. Und dann das Rad, also das ist wie auf die Schränke teleportiert und plötzlich war das Rad ab. Okay. Ja, ich hab ja nur gesehen, dass du mit irgendeiner zusammengestanden hast, unsichtbar auf der Strecke. Das sah auch sehr merkwürdig aus. Der Wagen hinter dir hat frischere Reifen. Behalte deinen Vorsprung bei, wenn du kannst. Raikön an Vettel vorbei. Meine Reifen bei 52%. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren.
Eine Runde geht noch. Einer geht noch. Das ist einfach meine Boxen, das fällt auf. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Zu deinem Hintermann beträgt 6,1 Sekunden. So, lass er hier vor mir weg, die Motten wieder. Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Du musst diese Runde reinkommen. Halbzeit ist jetzt erstmal. Komm schon, fertig, los jetzt. Oh, das ist mit der Sehne. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch ein Boxenstopp. Ja, die Boxeinfahrt-Ausfahrt war hier schon immer ziemlich tückisch. Ja, aber sie haben da irgendwie noch eine Kurve hinzugefügt, die ich bisher noch nicht kannte. Nämlich die Rechtskurve. Der Hamilton. Ein schönes Paket da vorne. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Sechs Sekunden Abstand. Okay, Abstand zum Führenden 16,2 Sekunden. Hamilton versucht zu überholen und schafft das und Verstappen. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst.
Verstappen geht in die Box. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,1 Sekunden. Das war krass. Krass. Vettel mit Soft hinter mir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,0 Sekunden. Box. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,4 Sekunden. Puh.
Vettel und Kimi sind dran. Dann werden sie in die Box gehen. Oh Gott, was du Scheiße. Meine Reifen müssen noch ein bisschen aushalten. Oh, toll. Danke. Vielen Dank. Ich krieg die Motten, ey. Ich krieg die Motten. Ich krieg die Motten, ey. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? So viel dazu. Mann, ich scheiß Menü jetzt hier. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Halt die Fresse, Box. Jeff. Los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Das gibt's alle nicht, ey. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen?
unser Abstand zum ersten Platz beträgt 10,5 Sekunden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,5 Sekunden. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Überschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,0 Sekunden. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 1,3 Sekunden. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch auf. Was? Oh, nö. Nee. Er hat mir die Reifen aufgezogen. Ja, so viel dazu. Ich bin begeistert. Ja, das Ergebnis seht ihr selbst. Ich glaube, wir sind fertig für heute. Anders kann man es nicht sagen. Ein erfolgreicher Abend. Es soll ein gutes Rennen sein können. Es soll halt nicht sein. Nun gut. Trotzdem vielen Dank, Atobus. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Der Punktestand wird am Ende eingeblendet. Der stimmt ja hier sowieso nicht. Und ja, dann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.